Zum vorletzten Mal in diesem Jahr melden wir uns aus dem Bayerischen Landtag und damit ganz herzlich willkommen zu Plenum TV hier auf Donau TV. Es ist kurz vor Weihnachten, die besinnliche Zeit. Und so debattiert man hier auch über die Änderung des Bestattungsgesetzes. Bisher gab es nur drei erlaubte Bestattungsarten: Erd-, Feuer- oder Seebestattung. Nun sollen individuelle Formen auch außerhalb von Friedhöfen oder Friedwäldern ermöglicht werden. Ich bin gegen eine wüste Verstreuung von Asche zum Beispiel. Das stört meines Erachtens den Frieden, die Totenruhe, wenn wir es mal so umschreiben. Also ist nicht mehr, meines Erachtens nicht anzuwenden oder sollte nicht angewendet werden. Und da bin ich auch grundsätzlich dagegen. Nachdem unser ganzes Leben schon von Gesetzen bestimmt ist, denke ich, sollte man im Tod wenigstens eine Möglichkeit haben, sich so bestatten zu lassen, wie man das selber für richtig oder für sich selber entscheidet. Also ich finde es nicht richtig, dass man darüber auch noch bestimmt, wie und wo man begraben oder sonst wie verscharrt oder sonst was wird. Also ich bin der Meinung, das soll jeder für sich selber entscheiden können und deshalb müsste man das wirklich ändern. Kommen wir jetzt zu einem anderen brennenden Thema. Vor einigen Tagen ergab eine Ministerpräsidentenkonferenz neue Quoten beim Länderfinanzausgleich. Demzufolge soll der Beitrag Bayerns ab 2019 um über 1 Milliarde Euro verringert werden. Zu wenig für die Opposition. Sie wirft der Regierung mangelnde Durchsetzungskraft vor. Der Finanzausgleich ist ein gutes Mittel unter den Ländern, ein bisschen Gerechtigkeit herzustellen, weil halt gerade die Stadtstaaten andere Herausforderungen haben wie große Länder wie Bayern. Aber ich denke mal, dass sich da die Bayerische Staatsregierung ein bisschen zu weit aus dem Fenster gelehnt hat mit dem, was sie versprochen hatte, was daraus werden soll. Und wenn ich dann sehe, dass Länder wie der größte Nutznießer ist Berlin mit 3,5 Milliarden, dann muss ich sagen, die Berliner können sich Dinge leisten, die wir uns in Bayern nicht leisten können. Und deswegen ist gerechtfertigt die Forderung aus Bayern. Und da gilt der Dank dem Ministerpräsidenten, dass also hier in den Verhandlungen einmal eins erreicht hat, dass also diese Zahlung von Bayern reduziert wird um die 1,3 Milliarden. Liebe Zuschauer, wir wünschen Ihnen jetzt eine schöne Adventszeit und natürlich frohe Weihnachten. Mein Kollege Maximilian von Rosseck begrüßt Sie dann nach den Festtagen zur letzten Ausgabe von Plenum TV für dieses Jahr hier auf Donau TV. Machen Sie es gut. Servus.